Willkommen bei Kontext TV. 3 Jahre nach dem Zusammenbruch von Lehman Brothers ist noch immer kein Ende der finanziellen Turbulenzen in Sicht. Nachdem Banken mit hunderten Milliarden Euro Steuergeldern gerettet wurden, stecken nun eine Reihe von Staaten in der Krise. Währenddessen machen Großbanken wie die Deutsche Bank wieder Milliardengewinne mit den gleichen hochriskanten Spekulationen, die in die Krise geführt hatten. Die Politik hat der Macht der Finanzmärkte offenbar wenig entgegenzusetzen. Ratingagenturen scheinen mächtiger als gewählte Regierungen. Rettungsschirme und Sparpakete folgen in immer dichterem Rhythmus, doch im Fall von Griechenland ist die Lage ernster denn je. Wir wollen in dieser Sendung nach den Ursachen der Krise fragen, nach den Folgen der rigiden Sparpolitik und nach Alternativen. Dabei werfen wir auch einen kritischen Blick auf neue Gesetzesvorhaben in der EU. Unser erster Gast ist Sven Giegold, finanzpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion im Europäischen Parlament und Mitbegründer von Attac Deutschland. Herzlich willkommen bei Kontext TV, Sven Giegold. Was sind die Gründe für die Euro-Krise? Wir hören ja immer wieder, die Südeuropäer seien an allem schuld. Der Chefökonom der UN-Organisation für Handel und Entwicklung, Heiner Flassbeck, sagte dagegen bei uns im Interview, dass Deutschland eine wesentliche Mitschuld träfe durch Lohndumping und aggressive Exportpolitik. Wer ist schuld an der Krise, Herr Giegold? Ich glaube, dass zunächst mal man nicht unterschätzen darf, dass wir weltweit ein Problem im Finanzsystem haben. Wir haben einfach viel zu viel Liquidität und im Verhältnis zur Realwirtschaft. Und diese Liquidität sucht händeringend nach Anlagemöglichkeiten und strömt von einer Option und in die andere und erzeugt dadurch auch Panik. Das ist erstmal das Erste. Und die Gründe für dieses hohe Maß an Liquidität sind eigentlich dreierlei. Zum einen sehr niedrige Zinssätze in den großen Industrieländern, also Europa und den USA. Zweitens große wirtschaftliche Ungleichgewichte. Einige Länder spezialisieren sich aufs Exportieren, andere eher aufs Konsumieren. Und diejenigen, die exportieren, haben hohe Überschüsse und wollen das dann international anlegen. Und drittens die größere soziale Ungleichheit, die wir überall haben und dadurch eben eine Konzentration von Reichtum in den Händen weniger, die das natürlich nicht konsumieren können und wieder nach Anlage suchen. So, dieses Kapital vagabundiert durch die Gegend und trifft jetzt auf ein Finanzsystem und das in vielerlei Hinsicht schlecht reguliert ist. Jetzt könnte man sagen, hätten wir ein perfektes Finanzsystem, würde der Kapitalmarkt damit klarkommen. Aber das haben wir nicht. Und in Europa kommt noch erschwerend hinzu, dass die Wirtschaftspolitik eben nicht gemeinsam gemacht wird, sondern höchst unterschiedlich ist. Wir haben zwar eine gemeinsame Währung, aber innerhalb dieser Währung versucht jedes Land dem anderen Marktanteile abzujagen und seine eigenes Süppchen zu kochen nach den eigenen nationalen Interessen. In Südeuropa wurde zu viel ausgegeben, sind auch die Löhne zu schnell angestiegen im Vergleich zur Produktivität. Und es bauten sich, und zwar deshalb, weil sich dort große Immobilienblasen aufbauten. Das ist mir wichtig zu betonen, weil immer so getan wird, als sei der Staat in Südeuropa zuvorderst schuld. Das stimmt schon, der hätte gegen die Immobilienblasen etwas machen müssen. Aber aus der Wirtschaftswissenschaft hat das kaum jemand empfohlen, sondern es galt allgemein, der Markt weiß es richtig. Und wenn die Spanier eben so viele Häuser brauchen, dann wird das schon richtig sein. Und genau diese Philosophie hat die Situation in den südeuropäischen Ländern und in Irland eskalieren lassen. Ein zu wenig Regulieren des Finanz- und Immobiliensektors. Und auf der anderen Seite waren dann die Länder, die haben gesagt, ja, wir machen lieber, suchen unser Heil in immer größeren Exportmarktanteilen. Dazu gehört Deutschland, das kann man auch in den Daten sehr genau sehen. Deutschland hat seine Löhne deutlich zu langsam gesteigert im Verhältnis zur Produktivitätsentwicklung und hat daher immer größere Überschüsse angehäuft. Und diese Überschüsse wurden aber hier nicht konsumiert, nicht das ja, sondern die wurden wiederum in die Länder des Südens als Investitionen geschickt und zwar vor allem eben wieder in den Immobiliensektor. Und dann haben wir noch Steueroasen und einige Länder, die ihr Finanzsystem nicht reguliert haben. Und jetzt steht der Euro wirklich am Rande des Scheiterns. Das ist die Situation. Insofern stimme ich Heiner Flassbeck zu, dass wir eben nicht einen Schuldigen haben, sondern letztlich hinter all dem steht ein nationaler Egoismus, der nicht passt zu einer europäischen Währung, die einfach Gemeinsamkeit fordert.